Hi. Oh. Warte. Hi, ich bin die Emily. Ich bin 19 Jahre alt und komme aus Karlsruhe. Ich habe gerade mein Abi gemacht und bin zurzeit frisch gebackene Abiturientin. Warte mal nochmal. Rosalie, du näher. Hi, ich bin die Emily. Ich bin 19 Jahre alt. Ich komme aus Karlsruhe und habe gerade mein Abi bestanden. Bin echt froh, dass ich das rum habe und mich jetzt auf die Vorbereitung konzentrieren kann. Das ist nämlich mein Reistrick. Lisa hat ja ihren Reistrick schon vorgestellt. Und mein Reistrick ist eigentlich nur der Reiskocher. Aber der funktioniert super. Man muss eigentlich nur den Reis reinfüllen, Wasser dazu und schon kocht der Reis nicht mehr. So richtig angefangen zu trainieren habe ich jetzt seit Ende 2017, also noch gar nicht so lange, 1,5 Jahre jetzt ungefähr. Und die Idee, überhaupt auf einen Wettkampf zu gehen und zu starten, habe ich eigentlich durch meinen Freund bekommen. Der macht das schon so ungefähr seit 4 oder 5 Jahren. Und seitdem ich jetzt das erste Mal bei seinem Wettkampf dabei war, habe ich das alles gesehen, wie es abläuft und war sogar hinter den Kulissen. Das war echt cool. Und seitdem kann man das eigentlich nicht mehr aus meinem Kopf bringen, dass ich starten will. Und dann wundere ich mich, wieso der Reis nicht so gut schmeckt. Ich darf 3 Gramm Salz extra essen und ja, das ist mehr als gedacht eigentlich. Ich habe mal abgewogen und man denkt immer, das ist voll wenig, aber es ist eigentlich voll viel. So, dann geht's weiter mit Hühnchen. Das ist im anderen Kühlschrank. Wir haben viele Kühlschränke. Ich weiß nicht, ich koche immer mein Hähnchen, weil mein Fett, das sollte ich nicht erhitzen, hat mein Coach gesagt. Aber es macht mir nichts aus. Schmeckt auch so. Vielleicht solltest du dir auch so einen Kontaktgrill wie die Lisa besorgen. Oh, das wäre auch schon eine gute Idee. Aber meine Mutter, die hat mir schon so einen Backofen draußen besorgt, weil mein Brokkoli hier immer die Wohnung voll stinkt. Und dann darf ich jetzt meinen Brokkoli immer draußen backen. Auch eine Idee. Und da kann ich eigentlich auch mein Hühnchen drin machen. Aber der Kontaktgrill, das wäre auch eine Idee. So. Bio-Gurke, diesmal ohne Folie. Bin froh drum, dass die jetzt keine Folie mehr haben. So. Zu Sportnahrung Engel bin ich eigentlich über Instagram gekommen. Und zwar habe ich die schon länger auf Instagram verfolgt und habe dann natürlich auch gesehen, dass die Fly to Stage anbieten. Und dieses Projekt habe ich schon immer verfolgt und ich fand es richtig genial, dass die so Newcomern helfen, auf die Bühne zu kommen. Und da habe ich dann einfach dieses Jahr versucht, mein Glück, ob ich das auch schaffe. Das auch schon länger macht, denke ich jetzt auch in Zukunft, dass ich das auch noch weitermachen werde, dass es jetzt nicht nur meine letzte Wettkampfvorbereitung ist, sondern dass ich das noch zukünftig auch so als Hobby machen werde. Hauptberuflich wird es, glaube ich, sehr schwer, sich da durchzusetzen, aber mal schauen, was auf mich zukommt. Ich bin da echt gespannt und offen. Bei mir gibt es jetzt einen Salat und zwar mit Gurke und Tomate. Und Hühnchen natürlich.
ohne Hühnchen und Fleisch geht gar nichts. Also du wiegst sogar die Gurke ab? Ja, 150 Gramm. Meistens, also das sind jetzt 150 Gramm, bin ich eigentlich relativ gut im Abschätzen. Das kommt so mit der Zeit. Und die Tomate so 100 Gramm. Ist ein bisschen wenig, heute ist Beintag. So, passt. Also, als ich zum Casting gefahren bin, hatte ich ehrlich gesagt sehr viele Zweifel auch. Weil ich habe immer auf Instagram so alle gesehen, wie die schon so aussehen und wie viel Muskeln die schon haben. Und da ich ja erst seit 1,5 Jahren trainiere und noch nicht so muskulös bin, hatte ich da echt viele Zweifel. Aber schlussendlich bin ich jetzt einfach fest entschlossen, dass ich das auch schaffen kann. Und ich glaube jetzt einfach an meine Coaches, dass sie das Beste aus mir rausholen. Ich koche am liebsten immer für 2 Tage vor, damit ich nicht immer den Reiskocher anschmeißen muss. Dass ich das jetzt noch aufteile auf die 2 Tage, mache ich das einfach. Normalerweise klappt das immer. Fail! Jetzt ist natürlich alles voller Reis. Scheiße. Das klappt eigentlich immer. Das ist mir noch nie passiert jetzt vor lauter Aufregung. Was machen wir jetzt? Du machst das erstmal sauber. Ja, ich glaube auch. Seit gut einem Monat bin ich jetzt in Vorbereitung und ich darf sogar erst noch in den Aufbau gehen. So die Diät wird jetzt dann erst starten, so in einem Monat ungefähr. Und jetzt darf ich noch aufbauen und bin auch echt froh, weil ich jetzt noch so viel essen darf und die anderen schon sehr viel einbüßen müssen und auch Cardio machen müssen. Und ja. Ich habe auch schon vor der Vorbereitung nach einem strikten Plan gegessen, auch abgewogen. Aber jetzt fühle ich irgendwie so, dass der Plan besser zu mir zugeschnitten ist und irgendwie komme ich mit dem Plan super, super gut zurecht. Ich esse 5 Mahlzeiten am Tag, so ungefähr alle 3 Stunden und ich freue mich über jede Mahlzeit und die schmecken alle super. Am liebsten mag ich eigentlich Frühstück, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass jetzt nur Frühstück, aber ich mag eigentlich jede Mahlzeit und die schmecken auch alle super. Also zurzeit wohne ich noch bei meiner Mama daheim. Meine Mama war am Anfang so, hat so mal gedacht, ja, ich übertreibe und das ist alles ein bisschen zu übertrieben. Aber mittlerweile steht sie echt hinter mir und unterstützt mich. Und sie fragt auch immer, ob sie mir was mitbringen soll beim Einkaufen, auch wenn ich meistens immer selber einkaufen gehe. Aber sie ist da echt dabei, unterstützt mich und fragt auch manchmal Sachen nach, so für sich selber, so was sie jetzt essen kann, was für sie jetzt gut ist. Und ja, das war's. Das ist jetzt eine kleine Auswahl von meinen Supplementen von Allsa Nutrition. Einmal habe ich hier Zink. Das ist gut für das Immunsystem. Das nehme ich immer abends ein. Dann habe ich hier BCAAs. Ich glaube, die kennt ihr alle. Das sind 3 Aminosäuren von insgesamt 8, die der Körper selber nicht herstellen kann. Und die nehme ich immer vor dem Training und nach dem Training. Und dann habe ich hier noch L-Carnitin. Das nehme ich immer vor dem Cardio. Und das ist gut für die Fettverbrennung. Das war es auch schon heute von mir und das nächste Mal sehen wir uns in 2 Wochen beim Posing-Training in Luxemburg. Tschüss!